Leute, Samstag, der 20. März. Ja, ihr habt richtig gehört, Samstag, der 20. März. Die ganze Woche war bei uns Shitwetter. Nur Regen, Schnee, kalt, nass, Pappe. War nichts für draußen. Und da war ich die ganze Woche auf der Baustelle gewesen. Ich hatte eigentlich die Woche mal geplant, den Strohhänger mal weiterzubauen. Und wollte ich mir eigentlich mal rüberholen und dort mal weitermachen. Die Taylor hat ja schon was gestrichen wieder. Ich wollte irgendwann mal die Bremszylinder anfangen anzubauen und solche Sachen. Kannst du vergessen bei den Wettern. Montag war es noch. So bis um 10 Uhr. Halb 11 Uhr rum, sowas war es noch halbwege. Und da war da noch Montag Vormittag, also so bis um 10, halb 11 Uhr rum, noch Grunddünger NPK auf den Raps gestreut und dann war Schluss. Dann nur Kackwetter, jeden Tag aus Schnee und da war zeitweise 3-4 cm Schnee. Heute liegt nur wieder was. Und, aber wie gesagt, zum draußen machen war nicht. Und da habe ich mich die ganze Woche eben auf der Baustelle rumgesielt. An sich auch gut gewesen, ist gut vorangegangen schon dort jetzt. Ja, aber wie gesagt, dafür im Landwirtschaftsbetrieb nicht geworden. Naja, wie gesagt, ist so. Und heute geht es in, wollen wir nochmal einen Wald wieder, Bogenkäferbäume hier machen, ist heute der Plan. Da versuche ich heute nochmal möglichst viel für euch zu filmen, dass wir noch einen halbwegs Flockenmenschen von Holz zusammenkriegen. Mal gucken. Schauen wir mal, wie es wird. Und gestern gab es noch schnelles Internet bei uns. War die Telekom nun mal da, die haben das nur angeschlossen endlich. Wir haben jetzt 250 MB habe ich jetzt gebucht. Und also, ja, ich habe gestern mal einen Test gemacht schon mal mit dem Download. Ich hatte 4 GB runtergeladen gehabt, was sonst so eine Stunde bei uns, naja, eine reiche Stunde braucht bei uns. Das war in 5 Minuten erledigt. Also könnte es zukünftig dann mal auch besser werden, auch wenn ich mit dem Schneiden später dran bin, dass der Vlog trotzdem noch pünktlich kommt. Dass wir mal von die 10 bis 20 Stunden Uploadzeit wegkommen, das ist ja furchtbar, ey. Dass wir mal vom normalen Upload-Maß kommen. Mal gucken, wie gesagt, ich darf mich mal überraschen, ich werde es dann sehen Sonntag, wenn ich das erste Mal hochlade, wie schnell es dann geht, aber ich bin zuversichtlich. Ja, das dazu noch. Warte, das muss ich überlegen, war jetzt noch was zu erzählen. Sonst Wetter, wie gesagt, war, ach, die heute die Nacht von, also von gestern zu heute war nur noch mal minus 9 Grad gewesen, heute dann so. Also heute früh bei Zeiten dann so, naja, um 7 Uhr waren es dann bloß noch minus 5. Ich weiß nicht, jetzt bis jetzt, ich habe es nicht geguckt, aber das wird ja eher dann bald Richtung 0 schon gehen, wird dann nur wieder, denke ich, Pappe werden, könnte ich mir vorstellen. Dann im Laufe des Vormittags mal sehen, wie es im Wald ist. Ob wir dort halbwegs Bedingungen haben zum Arbeiten, aber ich denke schon erstmal, weil gesagt, der Wald ist ja immer ein bisschen geschützt worden, Sonne. Schauen wir mal. Ich war wieder 105er unterwegs, wieder 2 HB60 dran und machen wir heute noch mal eine große Aktion wieder, immer ganz paar Leute. Und ja, ich melde mich dann dort noch irgendwie und mache wieder Aufnahmen für euch und dann schauen wir mal. Na? Bis später.
Yeah.
If I wrote your letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had a chance? If I wrote your letter,
Leute, Tag ist rum. Also ich habe jetzt ja heute bloß gefilmt und filmen lassen und von Fällen und mal nicht erzählt. Gibt's mal einen Vlog ohne Gequatsche. Ich meine nicht viel. Ja, es war so gut gelaufen wieder heute. Waren ganz paar Leute. Aber wie gesagt, zwei Traktoren schleppen, einer mit dem Radlader, mit einem guten alten Kramer. Und ja, so wirklich gut gelaufen. Wir haben heute mal grob durchgerechnet, ungefähr 100 Raummeter Holz haben wir heute wieder gemacht. Also, hat sich gelohnt. War wieder der Inzugabschütter, nehme ich jetzt mit nach Hause. Und aber noch lange kein Ende in Sicht, muss ich sagen. Also, aber so, wie gesagt, erstmal wieder, wie gesagt, liegt da noch jetzt große Haufen. Die wollen sie dann kommende Woche weg. Ich würde ja, bin am Überlegen, ohne was würde ich auch noch mal ein, zwei Mal fahren. Aber das Hauptproblem ist, du kannst halt zur Zeit auf der Wiese draußen nicht vor Pappe nicht fahren. Das war ja im Wald auch, trotz dass das ja nur dort Schatten und geschützt ist, war das dort eine Pappe heute, denn die Wege sehen aus. Sie sind aber letztes Mal schon immer, jetzt war es relativ nass. Da ist Fisch, alles zerfahren und zerkölert. Ja, mal schauen, aber naja, zumindest ist es auch so erfolgreich gewesen heute. Und ja, was an Videomaterial zusammengekommen ist, weiß ich auch noch nicht. Mal sehen, also die eine Kamera, die ist voll die Speicherkarte, also müsste ein bisschen was sein, mal sehen. Ich muss erstmal heute Abend sichten und schneiden schnell noch irgendwie heute Abend in der Schnelle. Also so schnell wird das heute auch nicht gehen, aber naja, mal schauen, was wir zusammengezaubert kriegen. Das ist der erste Bescheid. Wie gesagt, das soll es für die Woche schon wieder gewesen sein. Dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.